Hallo und willkommen bei Technikfreaks, eurem Technikkanal. In diesem Video unboxe ich mal mein neues Handy, nämlich das Google Pixel 7a. Ist jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt, nicht mal. Und ich hatte einfach keine Lust mehr auf das Poco hier, weil es einfach mir die Software gerade darauf sehr schlecht gefällt. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir mal direkt mit dem Unboxing. So. Wenn es irgendwas schief geht mit dem iPhone, das die Top-Down-Aufnahme macht, dann ist meine Laune für den Rest des Abends im Keller. Naja. Wow, das neue Handy für mich. So, das packen wir erstmal zur Seite. Hier haben wir den Adapter, Kabel, weil ich jetzt sehr wichtig ist, weil ich nicht weiß, wie ich meine die Daten darauf übertrage. Habe ich mir nicht anguckt im Voraus. So. Und wichtig ist das SIM-Tool, weil im Voraus kann ich jetzt schon mal sagen, wenn ich das hier mal rausbekomme, müssen wir logischerweise alle Daten einmal, also die SIM-Karte einmal aus dem Poco rausholen. Das ist sehr wichtig und vorher packe ich mal die Kabel erstmal wieder hier rein. Das verliere ich hier irgendwie noch. So. Jetzt kann ich erstmal alles auf den Scheiterhaufen, wie ich es mal nenne. So. Da ist die SIM-Karte drin. So. Sagen wir, können ja die hier das schon mal entfernen. Dies ist mein neues Handy und ich freue mich sehr. So, dann packe ich mal die SIM-Karte rein. Das Coole ist, das Ding hat tatsächlich auch eSIM, aber Lidl Connect sagt nein zu eSIM. Was mir aber recht egal ist. So. SIM-Karte ist drin und kommt zurück ins Gerät. Ich würde sagen, wir machen mal den ersten Start von dem Handy. Also, schade. Ah, okay. Ich bin zu ungeduldig. Das gehört zu mir dazu. Merke ich mir aber, dass das Gerät anscheinend kurz ein bisschen länger braucht. Ich glaube, ich starte schon mal recht schnell. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt mal die Daten drauf bekomme. Und in den Videos sahen die Displays tatsächlich viel dicker aus, als sie eigentlich sind. Also, ja, natürlich, die sind jetzt ein bisschen dicker als beim Poco. Aber hier, man sieht, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Also, es ist ja nicht das Problem. Und dick ist es ja auch nicht und es ist schön von der Größe her. Kann ich schon direkt mal sagen. So. Glückwunsch am neuen Pixel. Ja, direkt Sprachrohr geändert. Das ist schon mal schön. So. Und dann, ich will kein Mobilfunk für die Einrichtung verwenden. Und bitte finde ich jetzt mal mein Netzwerk. So. Okay. So. Das hört sich gut an. Also, wird schon mal direkt vorbereitet. Und Akku ist auch noch voll genug. Das finde ich auch schon mal sehr schön. Und dein Smartphone wird vorbereitet. Diesen Screen, auf den habe ich sehr Lust, weil das natürlich das Wichtigste, dass das Handy bald nutzbar ist. So, jetzt kommt das Wichtigste. Hier natürlich meine Apps und Daten kopieren, logischerweise. Okay, und er will es per Kabel machen. Okay, irgendwie. Ja, okay, ich weiß, das passt so. Verbunden mit dem Pixel, das sieht ja schon mal gut aus und mit dem Kabel. So. Ja, ich will die Daten bitte kopieren. So. Okay, okay. So, es macht das jetzt erstmal und das ist schon mal sehr schön. Ja, und hier kommt ja schon die E-Mails. Du wurdest auf einem neuen Gerät angemeldet, das hört sich auch schon mal gut an. So. Das Poco packe ich dann mal zur Seite. Und die Kabel haben sich direkt verheddert. So. Ah, okay. 45 GB. 28 Minuten Übertragung. Ach du Nee, Fotos und Videos schon mal nicht. 10 Minuten. Musik brauche ich ja, sagt auch nicht. Ja, okay. Okay, das darfst du kopieren. Ja, okay, das will ich machen. Standard darf von mir das auch. Nö, nö. Akzeptieren. Weiter, das ist mir egal. So, PIN machen wir auch einmal. Ohne Fingerabdruck, das will ich bitte, bitte.
Okay, das war's. Das ist schon mal gut. Gesichtssperren können wir auch mal einrichten. Muss Mikrofon für mal wegpacken. Okay, so. Ich mache mal weiter. So. Okay, so noch machen. Okay, Google, wie wird das Wetter morgen? Okay, Google, stelle einen Timer auf 5 Minuten. Hey, Google, starte einen Anruf. Google, erinnere ich mich jeden Monat daran, meine Pflanzen zu gießen. Ich musste gerade mal kurz mein Nest umschalten. Ich mache die Swipe-Maschine nach wieder aus. Er soll trotzdem meine Stimme erkennen, die auf dem Spielbett stehen, will ich es jetzt so nicht haben. Ich glaube, was jetzt aber jetzt alles für dich überträgt, weiß ich wie gesagt nicht. Und dann muss ich mal Bildschirm-Dings alles drauf installieren. So. Erstmal auf Sonderspiel brauche ich erstmal nicht. So, das brauchen wir. Musik erkennen kann er aktivieren. Ja, okay, das ist so. Das hat alles drauf am Ende. Ich mache den Rest, mache ich wahrscheinlich am Ende im Nachhinein einfach mal. Ich will keine Tipps und Tricks per E-Mail bei Google. Und das kann jetzt erstmal kurz dauern. So. Fertig. Das ist jetzt zurzeit mal dein Smartphone mit vorbereitet. Bring ich Google, ich weiß, wie man das benutzt. Ich hab. Wow. Okay. Mein App hat Hintergrund übernommen. Und ich schieße mal das Kabel mal raus. Hoffentlich macht es keine Probleme. Sonst bin ich mies genervt. Und ich würde sagen, das war's noch mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao.